Nun haben wir das zahnärztliche Team vervollständigt. Wir haben die Assistenz dabei. Was wir zur Zahnärztin gesagt haben, zur Ergonomie des Stuhls, auch die Verhaltensweisen, die zählen natürlich genauso für die Assistenz. Auch sie benötigt einen ergonomischen, vollwertigen Stuhl und sie muss natürlich auch eine gute Haltung einnehmen können. Das heißt, die Schultern bleiben hinten, der Kopf ist gerade, sie verdreht sich nicht und sie schiebt auch nicht ihr Kinn nach vorne. Besonders wichtig ist, dass vier Beine unter der Rückenlehne Platz finden. Wir haben hier ein Schwebestuhlkonzept und dieses bietet viel Raum für vier Beine. Wie beim Reißverschlusssystem können die Beine hier verschachtelt werden. So, und dadurch wird das Becken gut positioniert, die Schultern und die Wirbelsäule wird gestreckt. Also diese Haltung ist die Grundlage für ergonomisches, rückenfreundliches Arbeiten.